So, weiter geht's auf Dorf Bergmann. Ich grüße euch. Jo, nun sind wir in den Sonnenblumen. Wollen wir die mal runterraspeln? Werdet ihr mal gucken, wo einmal, vielleicht zweimal rumfahren und dann macht der Rest der Helfer. Ich werde dann mal schauen, was ich dann so anstelle. Ob ich wieder eine Mission mal annehme. Oder so. Mal gucken. Mal gucken. Also hier muss ich bestimmt zweimal rumfahren, weil hier vorne ist ja dieses komische Stück oben ab dem Baum, wo der Helfer dann immer sagt, ich mache da nicht weiter. Und das gleiche habe ich drüben auf der anderen Seite auch nochmal ungefähr auf der gleichen Höhe. Da ist das dann aber nicht so breit wie hier dieses. Das ist ja glaube ich nur eine halbe Bahn oder eine Bahn. Ich fahre, ja, meine brettern die alle hier lang. Ist dann nur, wie gesagt, ne? Genau. Wir fahren vorsichtshalber zweimal rum. Dann sollten wir auf der sicheren Seite sein. Ich schätze mal, da kriege ich hin. Schätze ich mal. Nee, das war falsch. Oh Gott, hey. Ach, diese ständige Arbeit, da bin ich völlig fertig. Ist aber auch schwer, den, ne, auf so einem Drescher und dann fährt es wieder Trecker und... Nee, nee, nee. Unglaublich. Prost. Ein Teufelskreis. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung damals hieß, oder? Das war auch so eine Verarsche quasi dieser ganzen Talksendung, die es dann damals gab. Kam meistens, glaube ich, 23 Uhr oder so. Das war mal sein Spruch, ein Teufelskreis. Aber hört nicht so aus, so, ne? Wenn du erstmal in so einem Kreis drin bist, dann bist du da drin, dann kommst du nicht wieder raus. Und schon gar nicht, wenn der Teufel seine Hand im Spiel hat. Ja, muss man zum Optiker. Trotz Brille. Hui. Hui, bu. Guck mal, eine Runde haben wir doch schon. Ist doch schön. Dann kann der Helfer halt immer näher alles näher, wenn ich hier noch einmal rum bin, dann kann der das in Ruhe alleine machen. Und so wie ich das sehe, wird auch alles in den Tank gehen, dann brauche ich gar nicht zum Stück abtanken. Nicht schlecht. Dann könnte ich mal nach Tiere gucken. Vorsichtshalber. Vor allem, oh Gott. Meine Hühner und die Enten, die haben ja sowieso immer, ne? So. Ach, guck mal, die Schweinestall muss ich auch noch ausmisten. Oh, das machen wir ja als erstes. Das müssen wir als erstes machen. Oder hatte ich das schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich wollte und dann ist irgendwas dazwischen gekommen.
Irgendwas war da. Ah, muss ich da erst mal gucken. Schweinestall gesagt. Kuhstall. Kuhstall, oder? Muss ich auch ein paar Kälber wieder rumsetzen? Weil meine Kälberboxen sind ja leer. Das Jungtierzeug habe ich ja alles schön auf der Weide und auf dem Jungbullenstall verbracht. Das muss ja auch sein, gell? Ach, meine Güte, was ist denn heute wieder los? Nase juckt, Schädel brummt, Rückenschmerzen, ich soll das kotzen heute. Aber gut, ich kenn's ja. Irgendwas ist immer bei mir. Wenn es halbiert ist. Es ist schon mal geil, wenn ich morgens wach werde und mir tut was weh, dann weiß ich, dass ich noch nicht gestorben bin. Hat Vorteile. So eine Art Selbstüberwachung. Aber was sagte meine Frau heute Morgen beim Frühstück? Sie möchte nicht mehr krank sein. Sie ist es leid. Das kann ich nur allzu gut verstehen. Dagegen ist mein bisschen Kram, was ich da bis dagegen ja ein Fliegenschiss, das ist ja nichts. Wenn sie morgens ihre Tabletten einwirft, dann hat die täglich so eine Handvoll. Ich weiß gar nicht, wie viele das morgens sind. 10? Ah, mehr. 12, 13 Stück am Morgen, die sie sich da jeden Morgen reinschmeißen muss. Da haben sie ja auch noch. Und zwischendurch nochmal welche gegen Übelkeit. Und dann brauchst du ja was für den Magen, damit die Tabletten das auch, damit der Magen das überhaupt diese ganzen Medikamente verträgt. Das ist scheiße. Dann bin ich mit meine 5 Stück im Moment morgens und abends 3 noch gut zufrieden. Oder gut bedient, sagen wir mal so. Ich habe mir das mal anders vorgestellt, alt zu werden. Ganz anders. Aber das sind Dinge, die kannst du nicht planen. Ne? Das kommt, wie es kommt. Warum? Ich kann hier alle jüngeren Leute gut verstehen, die sagen, wir leben unser Leben jetzt. Das ist völlig richtig. Das ist ja wieder falsch. Wer weiß, was im Alter auf euch zukommt. Warum? Was ihr jetzt erlebt, das kann euch keiner mehr nehmen. Das ist so. So. Aber das soll zu dem Thema auch gewesen sein. Der soll jetzt mal ein bisschen was tun. Und wir rennen mal eben zum Dingens hoch. Krähen, die machen einen Krach. Das ist eine Katastrophe. Katastrophe. Heieieiei. Sodele. Du geilert hier rum. Ja, siehst du, habe ich mir doch gedacht. Da war ich nämlich mit dem Ding stehen geblieben. Hopp. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier noch den Kuhstall sauber kriegen. Aha. Was ist denn jetzt schon wieder los, ey? Ist das auch schon wieder umgeändert? Das ist zum Kotzen, ist das. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber irgendwie verstört sich das immer. Du kannst das einstellen, wie du willst. Was hat er denn? Was hat er denn, der Tüller denn? Warum tut das nicht?
Gott ist auf der Hitler drin. Ich glaub's ja nicht. Nee, ja. Warte jetzt. Lötgeschlüt. Alles wieder verstört. Jetzt habe ich das hier auf dem linken Joystick, das gehört normal auf den rechten. Da ist es ja auch normalerweise. Aber, wie schon gesagt, einmal Spiel neu gestartet und schon steht der ganze Scheiß wieder anders. Komm dann. So, und bei denen. Nee. Den lasse ich mal ähnlich. Den bringt doch weg. Ich komme wieder weg. Sonst habe ich überall was rumstehen, das ist auch blöd. Das wollen wir nicht. Wieder rum. Darum. Nirum Larum Löffelchen. Der fährt hier rum, das kostet nicht viel. So, soll ich auch aussteigen kann? Wäre ja sinnvoll, ne? Okay. So, dann Moment die Kälber umdingsten. Dingsten bumsten. Ja, genau. Autsch. So, du kommst jetzt mit mich mit. So. So. Graziöser Gang, gell? Oh, einmal. Hallo? Du bleibst hier im Stall, bitte. Merkwürdige Geräusche im Ohr. Oh ja. Ja. Ich komme ja schon. Ist doch alles gut. Soll da mal einen Moment hier stehen, Mama? Ja, ist ja. Alles tutti frutti hier. Eine Rumgenöle. Ja, was ist denn das? Irgendwas poltert hier ganz fürchterlich. Mein Gott. Hört sich ja schlimm an. So.
Nein, du sollst da bleiben. Mal eben gucken, wie das mich so zeigt, wenn das ja so. Hä? Nur zeig mir das doch mal an. Ja. Gut. Neuen Deckel zu. Und arbeiten. Ach so. Arbeitet er jetzt oder macht er nicht? Jetzt arbeitet er. Gut, macht das mal eben. In der Zeit kann ich aber auch den Traktor hier wegfahren. Den Traktor. Oder? Ne, den brauche ich nicht. Den mit dem Anhänger hier. Den, genau, den nehmen wir sofort mit. Dann stellen wir ihn an den Wegesrand. So, das ist dieses. Muss ich mal eben gucken. Nee. So ist halt auch schön. Ne? Hat so ungefähr die Farbe wie die Fahrzeuge in der Firma, wo ich früher gearbeitet habe. Ja, das ist so die Farbe. Genau. So, den nehmen wir mal mit. So, so, so. Dann hüpfen wir da mal rein. Hola. Stämme aufladen, die werden wir beim, aber das seht ihr ja wahrscheinlich nicht mehr, die kommen dann einfach nur zum Sägewerk. Und da muss ich doch mal was Kleines machen. Kleine Stämmchen zum Meter innen für den Fassmacher. Muss ja alles so irgendwo seine Ordnung haben. Fingerschlafen ein. So. Da steht er, der Peter. Nein. Das ist ja nicht. Was denn? Also. Nee, das geht so nicht. Ich mache hier Schluss, weil das muss ich erst neu einstellen. Das macht mich ganz krank so. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin, euch einen schönen Tag gewünscht. Tschüss.